Mit Steinchasher und seinen kraftvollen Pranken an der Seite folgt Theresa weiter den Spuren des Wolfes. Sie finden zahlreiche Notizen, treffen auf einen wuseligen Wühlerbohrkopf und bestreiten in einem Tiernanok ein Rennen gegen die Zeit, um am Ende dann festzustellen, dass sie im Kreis gelaufen sind. Moment, es ist nicht alles umsonst gewesen, denn da ist auf einmal wieder diese Stimme des Unbekannten. Ist das etwa ein kleines Irrlicht? Was macht es hier und nicht in der Zuflucht bei Colm und den anderen? Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zur nächsten Folge Theresa and the Lost Demon, Ladies und Gentlemen. Wir haben den zweiten Elementarkern bekommen und haben jetzt die Steinchasher-Form freigeschaltet. Wobei ich gar nicht weiß, ob Chasher damit auch irgendwie widerstandsfähiger ist. So sieht der Gute in dieser Form aus. Er kann einen kräftigen Bauchklatscher machen und uns damit in neue Areale bringen. Ich wünsche euch bei der heutigen Folge viel, viel Spaß, denn unsere Reise geht jetzt genau weiter. Ladies and Gentlemen, oh, wir haben einen Unterschlupf gefunden. Mega. Das heißt, wir speichern erstmal eine Runde. Denn wir waren im verrückten Zirkus und der Zirkus war tatsächlich sehr verrückt und grausam und gruselig und mysteriös. Das verspricht großartig zu werden. Wenn wir nämlich dann auf den Chef von dieser ganzen Geschichte treffen, den Herrscher der Feen, den wir suchen. Aber gut, es ist keine Zeit zum Ausruhen, auch wenn es hier steht. Ah, so eine Plattform wird er wahrscheinlich damit aktivieren können. Kann er auch so eine große Kiste kaputt machen? Nee, er kann... Er kann richtig viel Schaden jetzt machen, kaputt machen, aber... Da sprüht doch immer noch was raus. Ah, warte mal. Wie oft können wir da rauf? Also wir können die beliebig mehrfach umdrehen, aber ich glaube, mehr kommt nicht raus, ne? Okay. Ah, warte mal. So. Ah, jetzt kriegen wir die Steine auch ohne was anderes kaputt. Aber ist ganz gut, dann kann er seine Aggressionen mal so ein bisschen den freien Lauf lassen. Und wir können Dinge zerstören, kaputt machen. Ich zerlege den ganzen Wald Avalon. Oder einfach auch das Reich der bösen Feen. Alles mache ich kaputt. Er scheint auch wirklich stärker dadurch zu sein, aber auch langsamer. Weil siehst du, wie der Boden dann bebt, wenn er läuft? Okay, was haben wir hier? Ist das etwa eine Art metallener Feenroboter? Ob sie den auch im Zirkus einsetzen? Nein, ich glaube nicht, aber wir haben gleich unseren ersten Kampf hier vorne. Mach alle mal ein bisschen mehrfach. Vielleicht bringt das ja was. Nö, bringt nichts. Komische Deckel. Darf ich das mal so sagen? Oh, kommen wir hier runter. Ich bleib mal in der Form jetzt. Ah, guck mal. Den hier kriegen wir nur so. Die Barriere durchbrochen. Alle Pläte. Ah, guck mal, wir können die Gegner damit betäuben. Gut. Er kann nämlich dann... Ah ja, okay. Perfekt. Aber auch das funktioniert er weiterhin noch.
Energieleiste auch begrenzt ist. Und überall sind die Fahndungsbilder von den beiden. Ach, grausam. Komm her! So, ein bisschen aufladen. Aber ist das nicht auch eine Kiste, die wir noch kaputt machen können? Oder ist sie zu fest? Ah, okay, es sieht zu fest aus. Ah, guck mal, wir haben hier was zum Lesen. Einen neuen Archiveintrag. Irrlichtblatt 3. Blatt 7, damit haben wir doch begonnen, oder? Nee. Haben wir schon Irrlicht? Doch, Irrlichtblatt 2 war das erst. Okay, gut. Irrlichtblatt 3. Irrlichter, die in der Nähe des vergessenen Anhöhe von Feen geschnappt werden, werden offenbar zu Amadans Zirkuszelt gebracht. Der Zirkus in diesem Zelt ist jedoch alles andere als spaßig. Darin spezialisieren sie sich auf Kunststücke, bei denen wir Irrlichter im Zentrum der Attraktion stehen. Und das auf die schlimmstmöglichste Art und Weise. Die meisten Irrlichter hatten schon Begegnung mit den üblichen fiesen Feen von Amadan Dupp und nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wisst ihr, wie sie ihn auch noch nennen? Den großen Irrlichtpulverisierer. Und wer mit dem Begriff Pulverisieren jetzt nichts anfangen kann, der schlägt ihn auch besser gar nicht erst nach. Wer bei ihm landet, mit dem ist aus, das könnt ihr mir glauben. Es heißt, unter seinem Zirkuszelt befinden sich sogar unzählige Geräte, die alle darauf ausgelegt sind, möglichst große Schmerzen zu verursachen. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Ich habe allerdings auch gehört, dass sich in jenem Zirkus irgendwo der Zugang zu einem von Natur erfüllten Paradies verbirgt. Also, selbst wenn ihr geschnappt und dorthin gebracht werdet, gebt nicht gleich auf. Sucht einen Weg heraus. Wir Irrlichter müssen stark sein. Klar? Viel Glück. Ja, müssen wir. Müssen wir, müssen wir, müssen wir. Und auch mein Kaninchen ist stark. Und laut. So, pass auf. Hey, so viel passiert da jetzt ja nicht, ne? Ah, andere Seite, okay. Syriza muss geschossen werden, glaube ich. Hui! Ah, guck mal, hier ist ein Irrlicht zum Befreien. Das hätten wir sonst jetzt hier hängen lassen, das wisst ihr, ne? Versehentlich. Der sieht auch blind aus. Rüssel. Syriza versucht zuzuhören, versteht aber kein einziges Wort. Deswegen gucken wir mal. Rüssel. Größe unbekannt, Gewicht unbekannt, Persönlichkeit schweigsam, Hobby unbekannt. Hä? Und er war so weit versteckt. Wir hätten ihn fast hängen lassen, ne? Oh Gott, wie grausam. Also, Rüssel. Dieses Irrlicht heißt Rüssel und das ist auch schon so ziemlich alles, was die anderen über sie wissen. Eines Tages schlug sie plötzlich in der Zuflucht der Irrlichter auf, doch niemand weiß, wie sie dorthin fand oder was sie überhaupt in den Wald von Avalon geführt hat. Selbst ihr Name, Rüssel, ist eigentlich nur ein Spitzname, den die anderen Irrlichter ihr gegeben haben. Ihr wahrer Name ist unbekannt. Dass alle so wenig über Rüssel wissen, liegt daran, dass sie einfach nie etwas sagt. Gelegentlich grunzt sie unverständlich. Ansonsten scheint sie meist mit simplen Gesten durch den Tag zu kommen. Die anderen Irrlichter haken auch nicht weiter nach, denn sie wissen, dass es Irrlichter gibt, die einfach nicht über sich oder ihre Vergangenheit sprechen wollen. Was sie nicht wissen, ist, dass Rüssel vermutlich weitaus gesprächiger wäre, wenn sie einfach mal jemand von ihrer Maske befreien würde, die über ihren Mund geschnallt wurde. Ah, sie ist geknebelt. Ich dachte erst, vielleicht versteht sie die Sprache nicht. Ist vielleicht irgendwie so ein ausländisches Irrlicht oder so. Das hätte ja auch sein können. Das hätte ja auch sein können. Sind das Kreuze? Irgendwie sieht das voll nach Kreuzen aus da unten. Hier, guck mal, warte, ich zeige euch. Komm mit Tischel. Hier, das da. Das sind doch voll die Kreuze hier. Ans Kreuz genagelt. Bam, 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 bam. Mein dicker Dämon. Okay, jetzt ab hier übernehme ich wieder. Krüge. Ach, manchmal ist es schwierig, beide miteinander zu vereinen. Okay, hier ist ein riesen Akkordeon.
stellen wir uns mal beide rauf. Ah, okay, okay, ich verstehe. Ich laufe rüber. Cheshire. Zack. Ich möchte erst hier hin. Gut, da habe ich ja schon verstanden, wie der Hase läuft. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir an die Kiste da hinten ran? Müssen wir mal gucken. Pilzsprung, lass Steinschäscher auf riesigen Pilzen stampfen, um hoch in die Luft katapultiert zu werden. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Komm mal her. Okay, es hat geklappt. Es hat geklappt. Wo kommen auf einmal diese ganzen Kisten her? Die ganze Zeit hatten wir keine Kiste. Diese Maschine ist ja größer als ich. Ich frage mich, wofür sie benutzen. Wofür sie die benutzen? Ja, sorry. Da war es vorbei. Mit mir. Hierfür vielleicht? Irgendwas? Oh, da ist der weiße Wolf. Pass auf, wir nehmen jetzt einfach erstmal, es tut mir leid, lieber Wolf, es ist sehr unhöflich. Aber ich gucke erstmal, was hier steht. Im Umbra-Lehrlingstagebuch 6. Ah, ich, Plimmer, und meine Schwester, Prima. Wir sind Zwillinge, daher sehen wir uns auch total ähnlich, sind gleich groß und so weiter. Aber neulich habe ich etwas bemerkt, das mich dann doch überraschte. Prima ist ein bisschen schwerer als ich. Nein, eigentlich sogar deutlich schwerer. Mir ist das aufgefallen, als wir uns im Zirkus aufgeteilt haben, um uns umzusehen. Urplötzlich bin ich hoch in die Luft katapultiert worden. Dann fiel mir auf, dass der Boden, auf dem ich kurz davor gestanden habe, wie eine Art Wippe funktionierte und meine Schwester hatte die andere Seite betreten. Man muss kein Mathematiker sein, um zu verstehen, was das nur bedeuten kann, wenn sie mich allein dadurch hat aufwärts katapultieren können. Auf dem Weg nach oben war mir übrigens so, als hätte ich kurz irgendwas Interessantes gesehen. Wenn ich doch nur einen genaueren Blick erhaschen könnte. Vielleicht könnte ich noch höher springen, wenn Prima dort mal so richtig auf den Boden stampft. Fragt sich nur, wie ich das zur Sprache bringe. Ah, da kommt sie. Also Prima und Plimmer und... Also Plima und Prima oder Plimmer und Prima. Wobei, so ausgesprochen müssen sie ja beide ein Doppel-M haben. Ich glaube, ich nenne oder spreche sie daher Plima und Prima aus. Wobei das sehr komische Namen sind. Gut. Das heißt, das sind offensichtlich die zwei Hexen, die hier Tagebuch schreiben. Oder zumindest die eine Hexe, die Tagebuch schreibt. Spannend. Aber was will der Wolf? Ich glaube, wir müssen uns aufteilen. Einer muss hinten. So, sonst klappt das nicht. Oh, warte, warte, wait a minute. Gib das her. So. Soll uns auch daran erinnern, dass wir natürlich auch zwischen den einzelnen Cheshire-Formen hin und her wechseln müssen. Das heißt, jetzt wird's wild. Ab sofort wird's wild. Ich bin da. Und loslassen. Und... Cool. Finde ich gut. Nur wo bringt uns der Wolf hin, der weiße Wolf? Ich habe keine Ahnung. Ich hänge irgendwo fest. Ich hänge an Cheshire fest. Können wir mal runtergucken? Ich weiß, eigentlich sollen wir hoch. Ist da eine Frucht? Da ist eine Frucht! Da ist eine Frucht! Siehst du? Ich habe sie gerochen. Ich habe das einfach gerochen, dass hier eine Frucht für Cheshire ist. Geil. Okay. Pretty good. Und wir wurden das erste Mal nicht schmutzig, oder? Er hat uns nicht vollgetintet. Geil. Das finde ich ja richtig cool. Mega. So, weil dann können wir nämlich an der nächsten Position, wo wir einen Spiegel für Talente sehen, auch Cheshire ein weiteres Talent geben. Vielleicht haben wir ja jetzt durch die Steinform auch noch die Möglichkeit, noch mehr zu erlernen. Weil Syriza zum Beispiel hatte ja nichts mehr, was sie noch erlernen konnte. Aber das werden wir herausfinden. So. Darf die Krüge kaputt machen. Truhe öffnen.
in Gegner reinrennen. Kämpfen! Ich find's nicht geil, wie die Kiste dann dünn, dünn, dünn. Oh, 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 oh. Riesen. Also, oh Gott. Hier müssen wir erstmal die Barriere beim Fallensteller durchbrechen. So, all erstmal hier jetzt ein bisschen taumelig machen. Syriza! Probier's jetzt einfach mal so. Da bin ich keine Kraft mehr. Das ist ein krasser Move, wenn er da so den Drehkreisel macht. Ach komm, wir kriegen das jetzt auch normal hin. So, pass auf. Ich werde mal kurz ein bisschen dampf, dass es sich auffüllt. Wir brauchen Steinform. Das sieht gut aus. Sehr, sehr cool. Hört sich schon wieder so nach Regen an. Zumindest gehört die Kiste uns jetzt. Genau jetzt. Es gibt einen Drachen. Das heißt, wir können mal wieder einen einsetzen. Und wir laufen ein Stück weiter nach oben. Wo sind wir eigentlich? Wir haben schon ewig nicht mehr auf die Karte geguckt. Vergessene Anhöhe. Also, untere Region. Also, wir haben verschiedene Höhen. Alle Regionen. Das sind jetzt alle Regionen? Ah ja. Das finde ich ziemlich geil gemacht mit den verschiedenen Ebenen. Ne? Hätte man so auch gar nicht gedacht. Ist das jetzt endlich so ein Platz? Nee, ich glaube, es ist einfach nur ein ganz normaler Speicherplatz. Egal, wir werden es trotzdem nutzen und speichern. Schreiben das Ganze. Ich glaube, wir kommen jetzt hier bei dem Zelt wieder raus, weil wir müssen ja, glaube ich, jetzt wieder zurücklaufen, ne? Achso, ich habe schon gespeichert. Sorry, das reicht. Einmal reicht. Was ist denn das hier? Tee? Sollen wir jetzt mit dem Wolf Tee trinken? Was ist denn hier jetzt los? Hä? What is this? Ja, voll. Oder Mutti wartet hier. Watching us? Ach, beim Kampf! Weil hier... Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Jemand muss uns bei einer schönen Tasse Tee beobachtet haben. Beim Kampf, weil da unten nämlich die Kampfarena ist. Aber es ist auch schon so ein Herrscherthron, ne? Boah, ist ja richtig creepy. Was aber auch zu einem Herrscher passen würde. Wobei, hier sind noch mehr Kisten. Komm hier. Haben wir hier noch mehr? Nö. So, wir gucken mal, ob wir an die andere Kiste da rankommen. Warte mal. Weiß ich nicht. Die ist in so einer komischen Ebene versteckt, glaube ich. Ah, doch, vielleicht. Pass auf, warte. Ach, mega. Gut. Das eröffnet uns jetzt vielleicht auch noch mehr Geheimgänge oder allgemein auch Wege. Jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt wieder raufkommen. Ah, warte mal. Runterspringen. Und dann laufen wir nochmal hier rum. Und bleiben an dem gleichen Busch einfach zweimal hängen. Das gibt's doch nicht. Aber warum bleibt dieser weiße Wolf nie stehen? Weißt du? Das ist halt so das, was ich mich die ganze Zeit frage. Er führt uns halt hier quer durch den Wald. Aber er bleibt einfach nie stehen. Ist das nicht auch irgendwie verdächtig? Oh oh. Ach nö, was bist du denn für ein Heslon? Schraubenkopf oder auch Bohrkopf. Wuseliger Wühler-Bohrkopf. Ja, der Name liegt sehr nahe.
Den müssen wir bestimmt aus der Erde rausklopfen. Steinschäschers Stampfattacke kann im Boden vergrabene Gegner hervorbringen oder Schockwellen aussenden, die nahe Gegner betäuben. Ich habe verstanden. Wo ist er denn? Alles klar. Ich habe verstanden. Warum kriege ich da jetzt einen neuen... Achso, Archiveintrag ist dieser Gegner. Correct. Warte. Waren es jetzt beide? Ach Mann, ich wollte gerade meine Attacke aufladen. Das lief gerade so gut. Die gelbe Form finde ich auch echt cool. Ich bin gespannt, was da noch kommt. So, kommt, wir sammeln es beide zusammen ein. Siehst du, wie er da stampft? Hier ist ein Tiernanok, Freunde. Da will ich rein. Komm, Tiernanok. Rein damit. Weil der Weg eigentlich ging ja in die Richtung, ne? Kann also jetzt ein schwieriges Puzzle, Tiernanok, sein. Gucken wir mal. Schließe das Tiernanok ab. Es ist echt so ein cool gemachtes Spiel. Man will einfach wissen, was ist da... was steckt hinter der Story? Tapferkeit. Schauen wir mal, welche Form wir brauchen vor allen Dingen. Besiege alle Gegner vor Ablauf der Zeit. Oh mein Gott, sowas hatten wir schon mal. Also, wir müssen jetzt wirklich gucken, welche Form wir brauchen. Okay. Den halte ich schon mal fest hier. So, pass auf, komm her, komm her. Ah, warte mal. Ah, komm her, wen brauche ich jetzt? Ah, bin zu langsam. Mein Kopf war zu langsam. So, wir brauchen jetzt diese Form, weil... Keine Energie für die Form. Doch, habe ich. Kriege ich nicht. Aber ich kriege ihn nicht. Ach, doof. Warte, wo will ich hinlaufen? Ah, der Fallensteller. Die Zeit läuft ab. Ich bin schon wieder so langsam. Oh, weil ich schon wieder nichts getimt kriege in meinem Leben hier. Ah, Fork. Wenn wir gleich mit der Form anfangen sollen. Ich weiß halt nicht, was jetzt sinnvoller gewesen wäre. Bösartiges Feen. Was ist eine Stimme? Oh Gott, Entschuldigung. Bösartiges Feengelächter ertönte, als Theresa und Cheshire aus dem Tiernanok geschleudert wurden. Wir schaden das erneut. Ja, so ein zeitliches hatten wir schon mal. Da haben wir, glaube ich, auch ein oder zwei Mal verkackt, bevor wir es hinbekommen haben. Let's go! Und wir haben keine Tränke, die wir einsetzen können. Ich nehme gleich mal die Dingsform, wenn er rauskommen würde. Irgendwie hänge ich fest, der hier. Ah, der Magier. Wir haben einen Magier, Freunde. Wir müssen erst den Magier, glaube ich, auf Dings noch einmal. Ah, ich bin das Ganze doof angegangen. Ah, die Zeit läuft ab. Warum läuft die Zeit ab? Ach, so Mist. Oder wir kommen halt nochmal wieder. Das ist der Dreck. Tausend verschiedene Formen. Ich bin überfordert. Ich bin einfach überfordert. Sowas bringt es immer, wenn ich schon 5 Folgen aufgenommen habe, weißt du? Okay, wir werden es ein andermal probieren. Das kriegt mein Gehirn gerade nicht hin. So war es das letzte Mal tatsächlich auch, dass ich genau dieses Tiernanok einfach am Ende von so einer langen Aufnahmesession, ja, dass ich da reingekommen bin. Wir werden es lösen. Aber das kriegt mein Gehirn jetzt einfach nicht mehr hin. Weil, wie gesagt, ne, ich spiele schon richtig lange. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also, darunter, das merken wir uns. Wir haben ja hier auf dem Weg auch noch einiges, was wir noch nicht erledigt haben. Ja, 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 jetzt lauf doch. Mann, sie braucht aber auch ewig, bis sie wieder zu sich kommt. Mensch, das muss schneller gehen. Die Animationen müssen es ein bisschen vereinfachen. Aber doch, wir sind doch ungeduldige Spieler. Also, in dem Bereich gehen wir später. Das heißt, wir
folgen jetzt erstmal hier den Spuren. Des weißen Wolfes. Und müssen halt eigentlich ursprünglich noch so viel zurücklaufen. So. Yes! Zack! Okay, alles klar. Komme ich irgendwie höher? Ich glaube nicht. Aber was ist denn das für eine Treppe? Ah gut, also so würden wir den Weg runterkommen. Wie wir uns hier wieder zurechtfinden sollen, wenn wir zurücklaufen müssen. Ich habe keine Ahnung, ne? Kommen wir hoch? Nö, ne? Gucken wir mal. Also, Fels, Panzer, Stein. Die meisten Angriffe prallen an Steinschäschers harten Körper einfach ab. Dabei wird allerdings Magie verbraucht. Aber können wir nicht einfach ganz normal durchlaufen? Ich würde jetzt hier einfach nochmal durchlaufen. Also, es war gut zu wissen, dass es abprallt. Aber ich muss ihn ja nicht unnötig wehtun. Aber wer zuerst? Er hier, oder? Ja, erst die Kleine über den Großen machen. Das haben wir jetzt ja schon mitbekommen. So. Was macht Syriza eigentlich da? Also völlig fernab. So ein krasser Effekt, oder? Sagt man nicht. Ist jetzt runtergefallen? Ja. Awesome. So, Frage. Wo muss man hin? Können wir hier hoch? Nein. Weil solange wir Cheshire nicht... Aber das ist so ein konstantes. Wo ist konstant? Da brauchen wir die natürlich. Okay, krass. Freunde. Ah, okay. Also jetzt müssen wir wirklich zusammenlaufen. Ja, ich komme, ich komme. Danke. Crazy. Können wir jetzt hier hoch? Ich will gucken. Komm, du willst doch auch gucken, wo wir hinkommen, oder? 3, 2, 1. Okay, wir können runterspringen. Ach, guck mal, hier ist was für Syriza. Eine Mondperle. Das heißt, es muss auf jeden Fall noch neue Sachen geben. Die man aufleveln kann, weil theoretisch hatten wir ja jetzt schon alles aufgelevelt. Aber was befreit sie da, ist die Frage. Was holt sie da raus? Wen befreit sie? Sind das Kräfte von anderen Hexen, die hier gestorben sind vielleicht? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht rausgefunden. Sieht ja so aus, ne? Ist das der Ort, an dem eine andere Hexe gestorben ist? Möglich. Und als Überbleibsel bleibt halt so eine Mondperle mit der Kraft der Hexe. Ist auch irgendwie makaber, wenn Syriza sich die dann einverleibt. Aber okay. Gut. Treasure. Come on. Wir müssen nur... warte. Dankeschön. Also, wir haben damit einen Schutzschild. Gut. 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 Also, da vorne ist... ich habe verstanden. Da vorne ist... eine weitere Quelle. Okay,
gut. Das heißt, an die kommen hier immer noch nicht ran. Aber ich hätte gedacht, wir hätten... Wir haben es doch jetzt erledigt gehabt. Oder gab es da noch mehr als drei? Warte. Ah, ich hänge fest. Ah, jetzt merke ich wirklich, gegen Ende merke ich dann einfach immer, wie mein Gehirn einfach keine Kapazität mehr hat. Okay, das ist keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber hier steht doch was mit untersuchen. Achso, die Geschichte war es. Ja, ja. Und hier oben? Kann ich da hin? Hier liegt doch noch irgendwas. Oder irgendwer. Ich weiß ja nicht, was es ist. Irgendwas Vergrabenes? Ach, die Kiste! Ist auch eine Art und Weise, Dinge auszugraben, oder? Yes! Voll. Und ich sehe gerade, wir könnten eigentlich voll mal so einen Trank einsetzen. Zack! Zauberhaft. Okay. Ja. Ich merke richtig, wie jetzt in meinem Kopf langsam anfängt, so die Überforderung der Steuerung. Ha! Geil. Aber ich meine, so eine Riesenpilze dürfen natürlich auch in so einem Wald nicht fehlen, ne? Das ist absolut korrekt. Gut, dann teleportieren wir uns mal hoch. Uah. Oh, guck mal, hier ist was zum Lesen. Aber ich wollte eigentlich auf die andere Seite. So, gucken wir hinkommen. So ein bisschen verwirrend jetzt. Forschung an einer Fee 8. Amadan Dupp, eine äußerst zuverlässige Fee, welcher wir den Titel Bernsteinhofner verliehen haben, verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Unter der Herrschaft des ehemaligen Königs begann er sein ambitioniertes Studium der Zirkuskunst, um schließlich Amadans Zirkuszelt zu etablieren. Ein Zelt direkt in Avalon, in dem er sich mittlerweile einen Namen gemacht hat mit seiner erlesenen Auswahl an Darbietungen, in deren Mittelpunkt stets das Piesacken der Irrlichter steht. Er widmet sich seiner Kunst mit bedingungsloser Hingabe und strebt stets nach neuen Höhen, wenn es darum geht, die Irrlichter zu peinigen. Da wir selbst uns als bedeutsamen Forscher erachten, sehen wir Amadan Dupp als verehrenswerten Gleichgesinnten an. Diese geistige Verbundenheit mag auch der Grund dafür sein, dass wir seinen Aufführungen stets mit größtem Vergnügen beiwohnen und nicht selten einen der Logenplätze dafür in Anspruch nehmen. Seine Fertigkeit in der Kunst der Irrlichtfolter ist auf einem Niveau, das man in der Feenwelt nur selten erblickt. Auch als ehemaliger Aufseher der Feenreichwarte hat er Avalon bereits Treudienst erwiesen. Und jene Feen, die er ausgebildet hat, um seine Arbeit dort fortzuführen, haben seinen Namen alle Ehre gemacht. Wir wünschen seiner Zirkustruppe immerwährende Prosperität und blicken hoffnungsvoll einer Zukunft entgegen, in welcher unsere Nachfahren voller Stolz auf die kulturelle Bereicherung zurückblicken, die unserem Königreich durch Amadans Zirkuszelt zuteil wird. Ein dreifaches Hoch auf Amadan Dupp! Ja, also offensichtlich hat uns irgendeine Fee beobachtet. Das war ja eine Erklärung oder Anspielung auf die ganze Geschichte. Aber wie kommen wir nach links? Da ist doch noch ein Links. Ich muss schon wieder niesen, dann schwelle ich doch wieder zu. Ach, pardon. Vergessene Anhöhe. Oh, guck mal, hier ist irgendwas. Oh, außer, dass ich gleich noch mehr niesen muss. Pfeilchen, ich will so stark sein, dass ich gegen jede Fee ankomme, die ich sehe. Kannst du mir dabei helfen? Dämonennebel, zweimal. Also, es braucht Tränke. Ich wäre gern stärker. Du bist doch eine Hexe, oder? Kannst du mir nicht helfen? Vielleicht können wir manche Irrlichter auch nur auf diese Art und Weise befreien, indem wir ihnen Sachen geben. Ob mich das stärker macht? Puh, das stinkt. Nun, ich werde es in der Zuflucht ausprobieren. Danke. So, das war jetzt ein neues Irrlicht. Deswegen wollte ich nach links. Das war jetzt Pfeilchen. Zeit zurückzuschlagen. Größe ein Bogen, Gewicht ein Pfeil, Persönlichkeit aufbrausen, Hobby jagen.
Pfeilchen war einst eine tapfere Jägerin, die mit ihrem treuen Bogen schon manche Bestie erlegt hatte. Sie vertraute blind auf ihre eigenen Fähigkeiten und war überzeugt davon, dass es mit jeder Beute aufnehmen zu können. Stets auf der Suche nach neuen Heldentaten nahm sie schließlich die Feen des Waldes von Avalon ins Visier, von denen man sich erzählte, dass sie schon viele Kinder entführt hätten. Leider war dies der Punkt, da sich das Schicksal gegen sie wandte, denn Pfeil und Bogen stellten sich im Kampf gegen die Feen als nutzlos heraus und so wurde aus der Jägerin die Gejagte. Doch auch als sie bemerkte, dass ihre Angriffe nichts ausrichten konnten, war Pfeilchen so stolz, dass sie den Feen den Rücken zukehrt und die Flucht ergriffen hätte. Sie hofft bis heute, es den Feen irgendwann heimzahlen zu können und sieht die Pfeile in ihrem Kopf als ständige Erinnerung daran, dass der Feind noch immer da draußen ist. In letzter Zeit versucht sie sich an der Jagd auf kleinere Tiere, um ihre Fähigkeiten als Irrlicht auszuloten, denn auf den Tag der Rache, wann immer er kommen mag, will sie gut vorbereitet sein. Ob jetzt die armen kleinen Tiere was dafür können oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, Ladies and Gentlemen, aber... It was a new Irrlicht. Was wir befreit haben und dem wir geholfen haben. So, siehst du? Also, war doch eine sehr, sehr gute Entscheidung, hier nach links vorzudringen. Und jetzt können wir weiter nach rechts laufen. Bernd Cheshire. Na los! Hui! Uns lässt. Gut. Sehr, sehr lustig gemacht. Wo würden wir denn hier hinkommen? Hier kommen wir, glaube ich, zurück, ne? Ja, es ergibt keinen Sinn, wenn er springt und ich schon draufstehe. Aber ich höre schon wieder irgendwo was. Hört ihr das auch? Ich möchte das nicht. Warte. Ah, waren wir hier nicht schon mal? Hä? Guck mal, hier sind ausgeräumte Truhen. Boah, hier muss ich auf jeden Fall schon mal gewesen sein. Das ist blöd, dass ich jetzt hier oben runter bin. Hey, this looks familiar. Ja, ich überlege, wo wir sind. Hä, wo sind wir? Wer will das wissen? Ist es? Warte! Das unbekannte Wesen. Familiar voice once again echoed through the trees. Und es wird hoffentlich nicht Morgara sein. Ceresa looked in the voice's direction to see a strange wisp, aber buried deep in a cap. Sieht aber auch aus wie ein Irrlicht. A wisp? Ein weißes Irrlicht? So you're the one who talked to us back there. You know, I haven't introduced myself. Eben. My name is Ignis, the keeper of this forest. Okay. Das heißt, die Irrlichter waren ursprünglich Hüter des Waldes? Jetzt bin ich verwirrt. Good on you for taking care of that circus. I knew I was right about you. Something tells me that Ringmaster won't be enjoying his tobies anymore. A pity. He was an absolute brute. Play a bit part in someone else's show? No thanks. Knowing this voice belonged to a wisp put Ceresa infinitely more at ease. But Cheshire said not a word. He seemed to have no interest in the wisp at all. Ach, er wird's noch lernen. You said your name was Ignis, right? Ignis? You wouldn't happen to know where we can find the remaining elemental cores, would you? Deswegen kennt dieses Irrlicht auch so gut den Wald. Of course. The next core is at the bottom of the lake. Am Grunde des Sees? Aber wie sollen wir denn runterkommen? The bottom of the lake? Wir haben ja schon manche Sachen im Wasser gesehen, auch ganz am Anfang. Und gesehen, dass wir auch nicht ins Wasser kommen. Well, I suppose that's lucky. I was always better at sinking than swimming. Damit würden wir nämlich noch eine neue Ebene dazu bekommen. The problem is coming back up again. Ja, allgemein ist im Wasser bleiben. No need to worry. Just bring the water. Ablassen? Wie ablassen? But you'll have to go over a towering tree in order to get there.
To get to the bottom of a lake, you need to climb the tallest tree in the forest. Isn't that poetic? Okay. The tallest tree, huh? Something the matter? Ja, ich bin verwirrt. Not a thing. Clock towers, giant statues, yes! Witches love high places. Thanks for your help. You're very welcome. I know the secret pathways of this forest. I may be able to take you to somewhere you've been before. Was heißt rasch? Teleportation? If you'd like me to guide you, just ask me any time. Think of it as showing my gratitude for taking care of those pesky fairies. Können wir uns jetzt irgendwo hin teleportieren? Das wäre jetzt richtig gut. Ignis Pfade. Ignis kann Syriza den Weg zu Unterschlüpfen weisen. Kehrst du zu einem zurück, findest du dort vielleicht sogar etwas Neues. Wie etwas Neues? Spiel mir das Lied vom Tod. Okay, Ignis ist ein bisschen gruselig. Und plötzlich wart, der Baum explodiert. Ja, ich glaube, wir können da so zwei, drei Sachen nochmal dazulernen. Wo kam jetzt das auf einmal her? Gut, gucken wir mal, was alles im Angebot ist, weil Syriza als auch Cheshire kann tatsächlich eine Sache mehr dazulernen. Also, entweder die Dornranke könnte sich noch schneller aufladen, das finde ich aber gerade nicht so spektakulär. Knuddelmodus Magie wiederherstellen? Ja, vielleicht. Absorption? Nö. Multifessel, damit können wir noch mehr Gegner. Auch das interessiert mich gerade nicht so. Giftdorn. Gegner verlangsamen. Was haben wir ganz oben? Gesperrt. Braustärke erhöht die Wirkung von gebrauten Items. Ja. Lässt dich noch mehr Items tragen. Oh, das finde ich ganz gut. Und was ist das? Cheshire-Abwehr. Okay, also ich möchte jetzt irgendwas, womit wir die Mondperle brauchen. Was ist denn da jetzt dann das Beste? Lässt dich bei erfolgreicher Dornfessel mehr Magie wiederherstellen? Ja, entweder das oder das schnelle Aufladen. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Dornfessel, das können wir leider nicht. Was mich mal wieder interessieren würde, Giftdorn 2. Pass auf, ich glaube, wir machen mal das jetzt hier. Gegner noch langsamer werden. Also, wir haben noch zwei, drei Sachen, die wir lernen können. Cool. Und dann gucken wir mal bei Cheshire, Ladies and Gentlemen. Also, was haben wir denn da? Dämonischer Hunger. Erledigt einen Gegner mit Hubs, um etwas Magie wiederherzustellen. Holzbeherrschung. Setze als mächtige Attacke am Ende einer Fesselkombo einen speziellen Holzelementarangriff ein, wenn du Holzcheshire benutzt. Steinbeherrschung, Fessel-Kombo. Okay, was haben wir noch? Wir gucken uns erstmal alles an. Dickes Feld 2 kann mehr Schaden einstecken. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall schon mal. Wir haben ja so viele Punkte für ihn. Da können wir noch ein bisschen mehr lernen. Es hängt damit zusammen, dass wir einfach alles grundsätzlich kaputt machen, was uns hier über den Weg kommt, außer das Kaninchen. Das machen wir nicht kaputt. Aber deswegen können wir jetzt auch noch ein bisschen mehr vielleicht erlernen. Mal gucken, was haben wir in der Ecke? Das Kitzel 2 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mit Plüschprügel attackierte Gegner Items fallen lassen und lässt dabei mehr verschiedene Items erscheinen. Konterrausch. Lasse auf einen erfolgreichen Konter mit ZR einen zusätzlichen Angriff folgen. Das werden wir erlernen. Cheshire, here you go. Dann haben wir vielleicht noch eins, wo wir die Frucht einsetzen können. Wenn wir eins für 600 haben, weil alles was 700 und 800, das können wir dann doch nicht. Wir gucken mal. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Klauen oder Reißzähne? Cheshires Angriffe fügen den Gegnern mehr Schaden zu. Das finde ich doch sofort gut. Rasenrückkehr. Verwandlungsattacke. Das finde ich gut. Da bin ich volle Möhre dabei. So. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich glaube, ja. Boah, nächstes Mal wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil wir uns erstmal voll orientieren müssen, wo wir lang wollen. Da ist eine Eule da oben, die uns die ganze Zeit beobachtet. Also, das sieht doch jetzt schon ganz ordentlich auf unserem Talentbaum aus.
Ich glaube, ich speichere erstmal schnell. Und dann werden wir noch mal kurz mit dem Irrlicht reden. Müssen wir was brauen? 4, 4, 3, 2, Ohnmachtsgemisch. Wir können es einmal herstellen. Komm, ja, wobei, wenn wir alles auffüllen, ist halt auch ein bisschen blöd. So, machen wir das jetzt einfach mal. Oh, dann nehme ich schon schnell was. Und speichern wir kurz. Ich möchte halt wissen, was es mit diesem Irrlicht da jetzt auf sich hat. Mit diesem, es bringt uns überall hin. This sounds interesting. Weil wir müssen ja sowieso zum Anfang noch hin, da fehlt uns einiges und da waren ja auch einige Wege noch versperrt, mit gelben Steinen zum Beispiel und. Also. Sei gegrüßt, Risa. Hast du Erfolg bei der Suche der Wolfsspuren? Ignis, kannst du Risa zu Unterschlüpfen führen? Wähle einen bereits untersuchten Unterschlupf. Was sind das? Da sind wir gerade, oder? Ja, der Hügel. Also können wir so jetzt... Nee, was heißt denn hier? Du kannst nicht zu dem Ort. Aber zu welchem kann ich denn dann reisen? Zu dem hier? Also können wir jetzt gerade erstmal nur zu diesen zwei Orten hin und her reisen, sehe ich das richtig? Was? Oh, was für ein geiler Modus. Guckt euch mal diesen Bildschirm an. Oh, es ist zauberhaft. Es führt uns durch Geheimpfade. Hallo. Ja, guck mal, lass uns mal mit ihm nochmal reden. Syriza, Cheshire, danke für alles. Hier ist ein Zeichen meiner Wertschätzung. Können wir nämlich gleich ein bisschen was einsammeln. Was hat er denn im Angebot? Eine Mondperle? Ach, hör doch auf. Geil, dankeschön. Es befinden sich immer noch Irrlichter am Wald. Bitte, ihr müsst ihnen helfen. Machen wir. Jetzt nimmt das Irrenhaus ein bisschen zu. Wir gucken uns mal an, Freunde. Warte. Da hinten liegt Kartoni. Am Ende wird es lustig aussehen, wenn hier alles voll ist. Ja, jetzt ist die Frage, wie kam's mal denn dahin, wo wir hin müssen? Ich würde voll gerne jetzt, glaube ich, einmal zurück, weil wie kommen wir denn jetzt zum großen Baum? Ich habe keine Ahnung. Ah, das heißt ja, ja. In dieses Gebiet reisen, es bringt uns dann zum entsprechenden Unterschlupf. Und da war ja die Wolfspfote drauf zu sehen. Geiler Effekt. Als wären wir irgendwo im Nichts verschwunden. Okay. Richtig, richtig spannend, Ladies and Gentlemen. Ich werde jetzt trotzdem nochmal speichern, wenn wir da sind. Und wie das Ganze weitergeht, wie wir persönlich weitermachen, weil hier sind ja die Wolfsspuren, da sehen wir sie. Den werden wir folgen zum größten Baum, um unter den See zu kommen. Tja, wie das Ganze weitergeht, werden wir ab der nächsten Folge rausfinden. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da draußen, ich drücke noch einmal auf Speichern, dann auch dabei seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. So, das war's jetzt. Aus die Maus, Ende im Gelände. Ciao, miau.